Eistiger. Keine Bewegung. Rühr dich nicht. Ganz ruhig. Und jetzt auf! Na komm! Hoch mit dir! Na komm, du Faultier! Hopp! Machst du wohl schön Männchen? Na los, du Bestie! Mach Männchen! Also wirklich, Mr. Livingston. Es tut mir sehr leid. Entschuldigen Sie, darf ich Ihnen helfen? Oh, hier, Verzeihung. Bast! Oh, Bast! Was gibt's? Bast! Ruhig, wo brennst denn? Sieh doch. Augenblick, immer mit der Ruhe. Tu sie weg, ja? Nicht hierher, nein! Ruhig, keine Angst, Stanley. Das ist nur ein harmloses kleines Kätzchen. Was? Ich habe Todesangst. Wieso denn? Siehst du, wie wild es die Zähne fletscht? Ich kann einfach nicht verstehen, warum du eine so furchtbare Angst vor Tieren hast. Ich fürchtete mich schon als Baby vor meinem Teddybären. Ach, das ist Unsinn. Willst du noch etwas wissen? Was? Erst mit 15 habe ich es gewagt, meinen ersten Hundekuchen zu knacken. Der Laden wird gleich geöffnet. Schnell, räum das auf. Los an die Arbeit. Geh weg, du. Genau, das ist es. Ich habe Angst. Guten Morgen, kann ich Ihnen helfen? Haben Sie zufällig die dunkle Safari von Cuddleford? Ich werde nachsehen. Hallo, Kleiner. Guten Morgen, meine Herren. Wir wollen einen Verkäufer sprechen, Bubi. Bitte, der Verkäufer bin ich, Stanley Livingston. Ich bin zuständig für alle Dschungelbücher. Und um 11 Uhr gebe ich eine Vorlesung. Ja, ja, ja. Haben Sie zufällig ein Buch von einem gewissen... Cuddleford, es heißt Dunkle Safari. Dunkle Safari von Cuddleford? Mhm. Jawohl, wir hatten es. Aber zum Glück hatten wir es nicht mehr, Sir. Ein furchtbares Buch ist das. Ich habe es nämlich gelesen. Und danach hatte ich 9 Monate lang Alpendrücken. Wie gut erinnern Sie sich an das Buch? Wieso? War darin ein Plan, eine Karte? Ein Plan in dem Buch? Stimmt, ich erinnere mich genau. Können Sie die Karte zeichnen? Kann ich sie zeichnen? Für $1,000. Wenn ich die Karte aus dem Buch male, verdiene ich $1,000? Für $1,000 male ich sie auf Leinwand in Okay, Öl. Dann treffen wir uns nach Ladenschluss an der Ecke, 7:30 Uhr. Und wir bringen Sie zu jemandem, von dem Sie $1,000 kriegen, wenn die Karte gemalt ist. Einverstanden? Schlagen Sie ein. Hey, Kumpel! Wir sehen uns an der Ecke um 7.30 Uhr. Und bitte, seien Sie pünktlich, Bubi. Ja, $1,000, dafür male ich immer Paketkarten. Es tut mir leid, aber das Buch ist vergriffen und soviel ich weiß, wird es auch nicht mehr verlinkt. So etwas hatte ich befürchtet. Ich war schon in jedem Buchladen der Stadt. In diesem Buch befindet sich eine Karte, für die ich 2.500 zahlen würde. Könnten Sie das noch einmal wiederholen, bitte? Ich sagte, in diesem Buch befindet sich eine Karte, für die ich 2.500 zahlen würde. $2,500? Entschuldigen Sie mich, ich bin gleich wieder da. Stanley, was machst du da? Hey, Buzz, du wirst es mir nicht glauben, ich aber glaub's da waren dir. Schon gut, Stanley. Wie gut kannst du dich an das Dschungelbuch erinnern, eine dunkle Safari? Das wollte ich dir ja eben erzählen, da waren Warte, zwei... Warte, da war doch eine Karte in dem Buch, nicht? Du auch? Hm? Nein, geh weg, geh weg, geh weg. Was tust du da? Ich versuche, die Karte nachzumalen. Nein, das tust du nicht, aber du Idiot. Aber wieso nicht? Warum schreist du sie, du Schuft? Damit hätte ich heute Abend... Schweig. Komm mit, folge mir. Ja? Bring dich ab, sei friedlich, Stanley. Los, komm mit. Madam? Heute muss in Ihrem Horoskop der Glücksstern aufgegangen sein. Erlauben Sie, dass ich vorstelle. Stanley Livingston. Er ist einer der berühmtesten und besten Großwildjäger. Oh, was für ein Zufall. Ich habe eine Schwäche für Großwildjäger. Es ist mir ein Vergnügen, Mr. Livingston. Es ist mir auch ein Vergnügen, aber ehrlich gesagt... Es mag Sie interessieren, dass der Führer auf Cuddlefords dunkler Safari Mr. Livingston gewesen ist. Oh, wundervoll. Das heißt... Sie müssen mit der Karte, die in seinem Buch ist, sehr vertraut sein. Ja. Sie meinen die Karte? Ja. Oh, sicher, die Karte kann ich im Dunkeln nachzeichnen, sogar ohne Bleistift. Sehen Sie, wir beide können Ihnen helfen. Wenn Sie wollen, dann bringe ich Ihnen Mr. Livingston gleich nach Feierabend. Oh, wie liebenswürdig, nein, das ist eine wundervolle Idee. Nein. Mein Name ist übrigens Diana Emerson. Wie geht's, Miss Emerson? Aber nein, ich treffe doch diese... Dann wird sie eben warten. Hier ist meine Adresse. Oh, wie reizend. Also, ich erwarte Sie dann. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Das ist die Sorte, von der ich träume. Aber du solltest die Mädchen sehen, die ich kriege. Er hat gesagt, er malt uns die Karte aus dem Gedächtnis. Also wollen wir ihn nach Feierabend treffen und herbringen, damit er es tut. Ja, ist aber leider nicht aufgekreuzt, obwohl wir ihm Tausender geboten hatten. Kein Grund zur Aufregung. Ich habe heute Morgen selber jemand gefunden. Tatsächlich, Boss? Wo denn? In Kloppers Department Store. Da waren wir auch fündig. Wartet mal.
War das so ein kindischer, kleiner, fetter Kerl? Genau, Boss. Was für eine schmutzige Krämerseele. Ihr bietet ihm 1000 und aus mir will er 2,5 rauspressen. In dem Moment, wo der Kerl hier reinkommt, breche ich ihm alle Knochen. Das wirst du gefälligst lassen. Wenn er geht, erwartet ihr beide ihn draußen und nehmt ihm mein Geld weg. Wird erledigt, Boss. Lasst mich jetzt allein. Nebenan wartet der Mann, der uns nach Afrika führt. Bitte, kommen Sie herein, Mr. Beatty. Das ist Ihr Palast. Vergiss nicht, dass du ein Großwildjäger bist. Was musst du denn so mit mir angeben? Ich mag das nicht. Was, du undankbarer Wicht? Ich gebe dir die Chance, ein Vermögen für mich zu verdienen und du magst nicht? Willst du etwa so wiedergutmachen, was ich vielleicht für dich getan haben könnte? Komm jetzt. Was ist denn? Es tut mir leid. Ah, komm endlich. Stanley, kommst du jetzt endlich? Ich muss erst das Wasser abdrehen. Von mir aus dreh es ab und dann komm her. Ich hab's abgedreht. Gut, dann komm zu mir. Könntest du vielleicht ganz kurz zu mir kommen? Also, was ist jetzt schon wieder? Mein Finger steckt. Lass ihn einfach drin und komm. Okay. Was hast du gemacht? Lass mal sehen, Stanley. Ach, das haben wir gleich. Nicht den Finger, den Finger, nicht den Finger, den Finger. Schrei mich nicht an, ja? Du hast am falschen Finger gezerrt. Harry, waren Sie an der Tür? Nein, müsste ich das Chefin. Gehen Sie an die Tür. Oh, also gut. Immer auf die Kleinen. Als ob ich nicht genug zu tun hätte. Ich spiele hier Koch, Butler. Eines schönen Tages drehe ich noch durch und mache, naja, sie wird schon sehen. Aber erstmal mache ich die Tür auf. Ja. Mr. Johnson und Mr. Livington, wir wollen zu Miss Emerson. Na, dann kommen Sie rein. Wer klopft denn da noch? Ich hab doch gesagt, kommen Sie rein. Miss Emerson ist im Augenblick noch beschäftigt. Bitte nehmen Sie inzwischen Platz. Ihre Hüte. Danke. Tut weh. Das muss wieder raus. Ja, ich kriege es nur nicht ab. Helfen Sie mir, den Finger rauszuziehen. Würden Sie da Ihre Hand wegnehmen? Ist doch fest, ja. Sie müssen da Ihre Hand wegnehmen. Sie sollen da Ihre Hand wegnehmen, habe ich gesagt. Weg damit. Nun tun Sie die Hand da weg. Wenn Sie die Hand da wegnehmen, wird's gehen. Natürlich habe ich sonst niemandem von der Expedition erzählt, damit keine kriminellen Elemente auf uns aufmerksam werden. Ganz recht. Die könnten versuchen, die Karte an sich zu bringen, um Sie zu erpressen. Der Mann, der mir die Karte zeichnet, ist ein ziemlich einfältiger, wenig intelligenter Typ. Sobald er damit fertig ist, brechen wir auf. Ich bin bereit, Miss Emerson. Gut, kommen wir zu den Finanzen. Ich biete Ihnen $5,000 im Voraus und weitere 15.000 Erfolgshonorar. Ach, das ist überaus großzügig. Oh, ich finde es durchaus angemessen, wenn ich dafür bekomme, was ich will. Also abgemacht. Komm schon, raus da, du dummer Finger! Ah, da ist er. Ja, aber das ist er doch gar nicht, der Finger ist doch drin. Oh, ich sag, weg mit der Hand, weg damit! Oh. Nehmen Sie endlich die Hand da weg! Oh, ich mache sie. Ich mache sie noch mal zum... Stanley, die Karte ist für diese Frau viel mehr als nur $2,500 wert. Hm? Das verstehe ich nicht. Ich habe gedreht und das Wasser kam. Hörst du mir eigentlich zu? Na komm. Komm schon! Du gehst ins Wohnzimmer und wartest. Ich sehe mich um und versuche noch mehr über die Sache zu erfahren. Geh schon. Wer war an der Tür, Harry? Mr. Livington und Mr. Johnson. Und wo sind Sie jetzt? Sie warten im Wohnzimmer. Gut, ich kümmere mich gleich um Sie. Den Kaffee nehmen wir in der Bibliothek. Harry, ich werde Gunner herbestellen. Bitte lassen Sie die Tür offen. Ja, Madam. Oh, Verzeihung, ich hatte keine Ahnung, dass jemand hier im Zimmer ist. Warten Sie, wer immer Sie sind. Das Bild, vor dem Sie da stehen, erinnert mich an meine letzte Expedition in Afrika. Ach, tatsächlich? Ja, tatsächlich, total tatsächlich. Und das war meine absolut gefährlichste Expedition. Wir fingen Katzen. Keine Miezekatzen, große Katzen.
Löwen könnte ich mir vorstellen. Oh, Sie brauchen sich nichts vorzustellen, mein Freund. Löwen sind Löwen, hier wie in Afrika. Es sind Löwen. Da kommt Ihre Vorstellung gar nicht hin, so gefährlich sind die. Aber an meinem ersten Nachmittag auf der Jagd, da habe ich 64 Löwen einkassiert. Gott, war das eine Jagd. Wirklich? Oh ja, und abends traf ich einen alten Freund von mir, Clyde Beatty. Nein. Doch, und er war von den Socken. Der Arme hatte seit 2 Wochen keine Löwen mehr gesehen. Wirklich? Der machte ein Gesicht wie 2 Wochen tropischer Dauerregen. Wenn es um Löwen geht, kann Clyde sowieso nicht gegen mich an. Ich bin der große Löwenbändiger, verstehen Sie? Ich will Ihnen noch ein Geheimnis verraten unter uns. Clyde Beatty ist eigentlich eine Flasche. Ein liebenswerter Kerl, aber im Vertrauen unter uns Pfarrerstöchtern eine Flasche. Ich möchte Ihnen noch ein Geheimnis verraten. Wer, denken Sie denn, zähmt die Löwen, die da ganz schüchtern in seinen Käfigen sitzen? Hä? Keine Ahnung. Das mache ich, Stanley Livingston, der gefürchtetste Großwildjäger des Dschungels. Im Ernst? Ja, dann sagen wir mal, einer von den gefürchtetsten. Ach, übrigens, wie ist Ihr Name? Clyde Beatty. Clyde Beatty, Clyde, angenehm. Machen Sie es sich bequem und dann weiche Sie die Geheimnisse der Zähmung von Großwild ein. Also von der Zähmung von Großwild, Clyde. Clyde Beatty. Oh, guten Abend. Ich sehe, Sie haben sich schon mit Mr. Livingston, unserem Großwildjäger, bekannt gemacht. Ja, tatsächlich. Fantastisch, wundervoll. Er hat mir schon von seinen spannenden Abenteuern berichtet. Oh, wundervoll, wundervoll, fantastisch. Ach, erzähl ihm doch von deiner Tigerjagd mit Clyde Beatty in Indien, Stanley. Das ist interessant. Ja, ich würde gern was darüber hören. Ach, keine Angst, das werden Sie. Ich sage Ihnen, beim Schießen hat er Beatty 5-1 geschlagen. Oh, ruhig, ruhig. Ach, übrigens dürftest du mich diesem Gentleman ruhig mal vorstellen, ne? Clyde Beatty. Clyde Beatty. Clyde Beatty. Wir sehen uns später noch. Mr. Beatty, verzeihen Sie meine Bemerkungen über Mr. Beatty. Entschuldigen Sie. Oh, Mr. Johnson und Mr. Livingston, bitte verzeihen Sie mir, dass ich Sie warten ließ. Sie haben sich bekannt gemacht? Ja, ich glaube, Mr. Livingston und ich waren schon einmal Jagdgefährten. Darf ich Ihnen vielleicht einen Kaffee anbieten? Das ist sehr nett von Ihnen, vielen Dank. Und nach dem Kaffee zeichnet Mr. Livingston die Karte für mich. Tut mir furchtbar leid, dazu wird Mr. Livingston aber kaum in der Lage sein, Madam. Aber er muss es tun. Die Karte ist der Garant für den Erfolg meiner Reise. Sie meinen, dass Sie eine Reise nach Afrika unternehmen wollen? Ich will und werde es. Ich plane eine Safari. Ich darf mich dann wohl entschuldigen. Ich nehme an, dass Sie lieber ungestört miteinander sprechen wollen. Vielen Dank für Ihre Rücksichtnahme. Mr. Beatty Suit, Harry. Sie entschuldigen einen Augenblick. Gute Nacht, alter Freund. Schnell, Grappler und Boots warten draußen auf Johnson und Livingston. Der Plan ist geändert. Sie sollen sich ruhig verhalten. Ja, Madam. Hör zu, Bass. Lass mich die Karte malen, die 2,5 kassieren und nach Hause so gehen. So siehst du aus. Wenn wir unser Blatt richtig spielen, machen wir mehr als 2.500 Dollar. Hey, Stanley, du hast es doch gehört. Sie organisiert eine Safari. Ich wäre schon ja, da. Wo? Auf meiner Safari nach Hause. Weißt du, Stanley, du hast vollkommen recht mit deiner Vermutung. Ich bin ganz offen. Ich nehme es dir nicht übel, dass du diesen Wunsch hast. Was für ein Wunsch denn? Tja, wenn du nichts dagegen hast, dann erkläre ich es Miss Anders. Ja, mir. Mr. Livingston legt großen Wert darauf, an ihrer Safari nach Afrika teilzunehmen. Ich lege großen Wert? Ja, da hören Sie, sie ist ganz versessen darauf. Also jetzt, hallo, sag mal, wie geht's? Sag mal. Die Sache ist die, wenn Mr. Livingston in Afrika ist, dann befindet er sich sozusagen in einer heimischen Umgebung und es macht ihm keine Mühe, die Karte zu zeichnen. Ich denke, das ist eine gute Idee. Ja, und wenn wir erst mal da sind, kann er uns auch an die Quellen des Tarabanga und Okavango führen. Ja, natürlich. Ich soll sie führen? Ja, sicher. Und dann wäre da nur noch die finanzielle Frage zu klären. Das heißt 5.000 im Voraus und 15.000 am Ziel der Expedition. Selbstverständlich, meine Dienste, mit eingeschlossen. In diesem Afrika? Aber natürlich. Na, und damit Sie wirklich sicher sind, gebe ich Ihnen meinen besten Wildaufpasser. Wildaufpasser? Ja. Er folgt Ihnen durch den Dschungel. Wenn ein Löwe Sie angreift und Sie schießen daneben, schießt er ihn über den Haufen. Oh, ich denke, das muss er sein. Entschuldigen Sie mich. Natürlich. Hör zu. Ich mach's nicht. Du hast kein Recht, mich in den Dschungel zu lassen. Du könntest mir in die Pfanne hauen. Du wirst dich auf meine Kosten gesund stoßen. Ich soll dir voll für die Löwen gehen. Mit auf die Safari. Du dich doch mit den Löwen, was ich dir sage. Ruhig, Stanley. Ich bin nicht das Löwenfutter geboren. Ohne mich. Nein, Kumpel. Ohne mich. Gunner, darf ich bekannt machen? Mr. Johnson, Mr. Livingston, Gunner Jensen. Hi. Ich möchte nicht zu neugierig sein, aber was ist der Grund für diese Safari? Wir wollen den Orang-Utan Gargantua fangen. Orang-Utan Gargantua? Entschuldigen Sie mich bitte. Augenblick, bitte. Hey, komm mal kurz. Was ist ein Orang-Utan Gargantua? Naja, so ein Menschenaffe. Ein Menschenaffe? Ja, ganz harmlos. Entschuldigen Sie mich. Menschenaffe? Du meinst so ein Ding, das durch den Zirkus turnt und mit Bananen schmeißt? Oh. Ja, nur ein bisschen größer. Ein bisschen größer. Mhm. Und dieser da beschützt mich? Mhm. Gunner, zeig den beiden, wie du mit der Winchester umgehst.
Angenommen, ihr schießt daneben. Ich reiß die Kanone an meine Schulter, sehe durch mein Visier und... Sehe durch mein Visier, lege den Finger an den Abzug, schiebe eine Patrone rein und... Und... Ha, kein Schieber an der Knarre. Stanley? Stanley? Wo ist er denn jetzt schon wieder? Stanley! Der Fluss, nicht? Du, Stanley, angenommen, ein starker Nordwind kommt auf. Was machst du? Ich werfe Anker. Wenn Westwind aufkommt, was machst du? Ich werfe noch einen Anker. Und wenn Südwind aufkommt, was machst du dann? Ich werfe noch einen Anker. Und wenn Ostwind aufkommt, was dann? Ich werfe noch einen Anker. Ach, und woher nimmst du all die Anker? Aus demselben Loch, aus dem du die Winde rausholst. Halt bloß die Klappe. Schlaf nicht ein beim Paddeln. Du bist schon seit ein paar Tagen sehr aufmüpfig. Reiß dich gefälligst zusammen. Ich warne dich. So was hasse ich nämlich. Und ich hasse es auch, dass du immer so schnippisch zu mir bist. Ich bin schnippisch zu dir? Na, dann komme ich ja einen Lachkrampf. Ich bin schnippisch zu ihm. Das finde ich gar nicht komisch. Hey, hör auf zu spritzen. Was ist denn jetzt schon wieder? Sondern den Pfahl sollst du festmachen. Oh. Dauernd muss er meckern. Hier. Willst du? Nein? Gefällt dir das? Hallo. Hallo. Wir haben hervorragende Träger gefunden, Miss Anderson. Gleich morgen früh können wir ins Innere starten. Wundervoll, danke. Wir beide haben uns hier mal gründlich umgesehen. Und soll ich Ihnen was verraten? Die Diamanten finden Sie hier ganz bestimmt nicht. Du Schwätzer! Das Wort Diamanten will ich nicht mehr von dir hören. Offiziell jagen wir einen Orang-Utan. Ach ja, und noch was, Boss. Ich habe die zwei Trottel, auf die Sie sich so verlassen, ziemlich gefressen. Die sind für uns doch nur ein Klotz am Bein. Hab ein bisschen Geduld. Wir behalten sie nur so lange, bis mir der Fette die Karte gezeichnet hat.
Stanley, Stanley, alles fallen lassen. Alles fallen lassen, wir müssen beraten. Komm her, komm schon her. Raus da, los, beeil dich, komm her. Komm schon, Stanley. Hey, Bass, warum lässt du mich nicht das Zelt aufbauen? Kümmer dich nicht ums Zelt, mal die Karte für mich. Warum denn? Darum. Aber nur, wenn wir dann nach Hause fahren. Warum willst du nach Hause fahren? Weil ich was vergessen habe. Was hast du vergessen? Zu Hause zu bleiben. Kein Unsinn, mal mir die Karte. Oh Mann, damit werde ich so reich wie Krösus. Oh, Eisenbahnen, Yachten, Wolkenkratzer. Und vielleicht kaufe ich mir sogar eine Fluglinie. Und ein paar Ferienhäuser für den Winter in Maine und den Sommer in Florida. Oh, das wird unglaublich schön. Große Klappe und nicht mehr Geld für die Wäscherei, hm? Hast du meine Karte jetzt endlich fertig? Komm schon. Du hast sie? Brav. Oh, dieses Papier hat einen Wert von $1,000,000. $1,000,000? Dann gebe ich sie aber nicht umsonst. Erst musst du mir was dafür geben. Oh, sicher, sicher. Das wollte ich ja gerade tun. Hier ist ein Zehner. Danke. Gut gemacht. Oh, ein Zehner. Hallo, Diana. Harry, einen Tee für Mr. Johnson. Und zwar mit viel Zucker. Wundervolles Wetter heute, nicht wahr? Und Sie sehen auch wundervoll aus. Und Sie sind heute bester Laune. Ich habe ja auch allen Grund dazu, meine Liebe. Ich habe Stanley endlich überreden können, die Karte zu malen. Oh, geben Sie her. Ich habe auch ein paar überaus interessante Entdeckungen gemacht. Nun, ich denke, außer dem Orang-Utan finden wir noch ein paar weitaus kostbarere Dinge in diesem fraglichen Territorium. Wirklich? Ja, und angesichts dieser Fakten möchte ich, dass wir einen neuen Vertrag schließen. Und dann, was für einen Vertrag haben Sie dabei gedacht? Wenn ich es in Zahlen ausdrücken soll, 20% von allem, was die Safari nach Abzug aller Unkosten einbringt. Das finde ich angemessen. Und nun, Mr. Johnson, nachdem wir uns einig sind, bitte ich um die Karte. Ja, sicher, sicher, sicher. Diese Karte führt Sie unmittelbar an den geheimnisvollen Ort. Augenblick, ich glaube, dass er da was vergessen hat. Ja, ich sehe, Stanley hat ein paar wichtige Details vergessen. So ist die Karte unvollständig. Ich muss seinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Dann komme ich zurück. Hier ist der Tee. Es ist sehr viel Zucker drin. Trinken Sie ihn selbst. Oh, trinken Sie ihn selbst. Trinken Sie ihn selbst. Harry, bitte schicken Sie Boots und Grappler zu mir. Schnell. Oh, also gut. Komm her, komm mal her. Findest du das lustig, hä? Erzähl erst mal den Witz. Es scheint dir Spaß zu machen, mich auf den Arm zu nehmen, was? Diese Karte befand sich nicht in Cuddleford's Buch. Oh ja, tut sicher. Diese Karte zeigt nur den Weg zu Clopper's Department Store. Aber diese Karte habe ich in jedes Exemplar von Cuddleford's Buch getan. Hör zu, du gehirnamputierter Waldschrat. Diese Leute wollten eine Karte vom Bungie-Territorium. Bungie-Territorium? Bungie-Territorium? Ja. Ah, ich habe mich auch schon gewundert, warum die Leute so viel Geld zahlen wollen, dass ich ihnen aufzeichne, wo es zu Clopper's geht. Jetzt halt mal die Luft an. Ist dir, Schwachkopf, eigentlich klar, dass wir uns in der gefährlichsten Lage unseres Lebens befinden? In der gefährlichsten? Jawohl, in der gefährlichsten. Was? Was? Gefährlicher als damals, als der Betrunkene den Knopf vor meiner Schulter riss? Ach, das war gar nichts dagegen. Viel gefährlicher? Na, das kannst du laut. Gefährlicher als damals, als ich die Linie zog? Viel schlimmer. Das Schlimmste war, als er rüberkam und mich verhauen hat. So schlimm wird's ja. Das war noch harmlos gegen das, was hier gleich los ist. Wir sitzen schwer in der Bredouille. Warte mal, Stanley. Oh. Wir müssen uns was einfallen lassen. Ich hab's. Was? Wir verschwinden von hier. Los, schnapp dir Koffer schnell. Ja. Du trägst ihn, nicht den anderen. So wie ich dich kenne, ist meine der Schwere. Quatsch, nicht geht. Was habt ihr denn vor? Ein Dschungelspaziergang vielleicht? Wir wollten nur unser Handgepäck ins Zelt tragen. Na, dann mach mal. Hey. Wenn du Streit suchst, hau den Stock von meiner Schulter. Lass den Unsinn. Da fliegt dein Kopf mit weg. Oh. Na los, nicht so lahm. Ich hab von euren Frechheiten allmählich die Schnauze voll. Hört ihr mich? Gestrichen voll. Hey, kommt mal zurück, dann erlebt ihr was. Hey, los, kommt zurück. Hey, komm hier zurück. Hey! Hey, komm zurück. Wenn ihr was wollt, braucht ihr bloß über die Linie zu gehen. Kommt doch zurück. Na, warte. Stanley! Stanley, nein, nicht. Halt mich nicht zurück. Ich muss es tun. Schießen. Lass mich was. Jetzt habe ich endgültig genug. Ich muss ihn zerschmettern. Jetzt weiß gleich ein eins Gas. Stanley. Aha! Ein feiner Freund bist du. Bringst mich tausende von Kilometern in den Dschungel. Und wieso? Weil du behauptet hast, dass du eine Karte malen kannst. Und das kannst du nicht, oder kannst du's? Das wusstest du vorher. Warum schleppst du mich dann hierher? Und wie stehe ich jetzt da? Womit bezahle ich die Boote, die ich mir kaufen wollte, die Wolkenkratzer, die ich mir kaufen wollte, die Eisenbahn, die ich mir kaufen wollte? Nimm das weg da! Das ist eine feine Art, die du hast. So verlädt man einen Kumpel, einen Freund. Sowas hätte ich nie von dir geglaubt. Und jetzt werde ich bankrott machen. Das ist alles. Das ist alles, was ich noch machen kann. Weil mich mein Freund gelinkt hat. Und noch dazu mein Busenfreund. Hey, warum holst du dauernd Wasser? Na, weil mein Zelt in Flammen steht. Also, was sagst du zu deiner Verteidigung? Hey!
Es ist noch nicht mal Mittag. Warum lässt du halten? Weil hier auch Cuttleford Halt gemacht hat. Nachzulesen im letzten Absatz auf Seite 200. Da schrieb Cuttleford, es war für ihn ein ziemlich unerfreulicher Tag und darum baute er sein Camp am Ufer des Krokodilflusses. Und gleich da drüben ist der Krokodilfluss. Auf der Seite. Sie dürfen ihm nicht böse sein. Sie sehen, Stanley durchlebt das ganze Buch. Das ist nicht alles. In dieser Nacht hat Cuttleford Doppelwachen aufgestellt, weil er schon ziemlich nahe am Bangiland war. Und er war bedroht von wilden Bestien und Kannibalen. Stanley hat recht. Das ist eine ziemlich gefährliche Ecke. Ich schlage vor, wir übernachten ebenfalls an dieser Stelle. Aber das bedeutet, wir verlieren einen halben Tag. Wenn wir heute über den Fluss gehen, werden wir 2 Tage verlieren. Wieso? Nun ja, als Cuttleford den Fluss überquert hatte, bekam er einen Anfall von Dschungelfieber und er verlor mit der Behandlung 36 Stunden. Miss Emerson, ich suche einen geschützten Platz, wo wir das Camp aufschlagen. In Ordnung, Mr. Beatty. Stanley, komm mit. Sei ein bisschen taktvoller bei Gesprächen mit Miss Emerson, sonst schickt sie uns am Ende zurück in die Staaten. Gut, gut. Gut, gut, du. Was ist mit dir los? Och, wie nett. Hast du davor etwa Angst? Das ist doch nur ein Babylöwe. Pass auf, den kann man sogar auf den Arm nehmen. Sieh doch mal, wie nett er ist. Na, merkst du, was der für eine Angst vor dir hat? Da, sieh dir den Angsthasen an. Die Miete ist größer als Klopp, hast du sie weg? Sei nicht so ängstlich, das Kätzchen ist mit Milch aufgezogen worden. Ich auch, aber jetzt bin ich Fleischfresser. Ach, keine Angst, fass es an. Na los, fass es an. So, ja. Das. Siehst du, ja. Ich hab's getan, ich hab's getan. Na, ist das nicht nett? Siehst du, wie das Kätzchen rennt? Hey, siehst du, ich hab meinen Finger noch. Warum soll dein Finger nicht dran sein? Du hast ihn nur berührt. Ich hab einen Löwen angefasst. Na, siehst du, das war doch ganz wahr. Ich hab einen Löwen angefasst. Bin ich nicht tapfer? Entspann dich, Stanley. So leicht ging diese das. Angst ich bist bin du ein tapferer Junge. Du, pass auf, ich schnapp mir den kleinen Löwen und nehme ihn mit für Diana. Hey, warte mal. Das ist eine gute Idee. Das bringt uns Punkte bei ihr. Ja. Geh und hol ihn. Ich seh dich im Lager. Hallo, Mietzi. Mietz. Komm zur Orgel, Stanley. Mietz. Rette sich weg an! Hey, was? Was? Komm schnell! Oh. Ich glaube, was die Mieze haben wir abgehängt. Hey, Bass! Oh nein. Auch das noch. Hey, Bass, sag mal was. Es ist so dunkel da unten, dass ich dich nicht sehen kann. Wie kann man nur so dumm sein, in so eine Grube zu fallen, du Tollpatsch? Warte einen Moment, ich schmeiß dir ein Seil runter. Achtung jetzt, zieh die Rübe ein. Aufwärts. Bitte, du Bass, du musst eine Diät machen. Du bist ganz schön schwer geworden. Dabei siehst du gar nicht so fett aus. Gib das Ende her, danke. Das lassen wir lieber hier für den nächsten Trottel. Langsam fertig sein, Tom. Ja. Stanley! Stanley! In Ordnung, Boys. Das nenne ich gute Arbeit. Geh mit ihnen rüber zum Wagen. Okay, kommt, Boys. Rüber zum Wagen. Stanley! 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 Passen Sie auf, direkt vor Ihnen ist eine Fallgrube. Fallgrube? Danke, Fremder. Mein Name ist Bass Johnson. Ich bin auf der Suche nach einem kleinen, dicken Mann. Er heißt Stanley Livingston. Haben Sie ihn getroffen? Nein, das habe ich nicht. Mein Name ist Frank Buck. Frank Buck? Ist mir eine Freude, Sie kennenzulernen. Ganz meinerseits. Ich bin auf der Suche nach einem mächtigen Kerl. Er nennt sich Orang-Utan Gargantua.
Haben Sie den getroffen? Oh nein. Diese Fallgrube habe ich für ihn gebaut. Kommen Sie, gehen wir lieber weg. Ja. Ach, sagen Sie, Mr. Buck, existiert hier wirklich dieser sagenhafte Orang-Utan Gargantua? Ja, natürlich existiert wirklich? Er. Und er lebt in dieser Gegend hier. Er ist ein mächtiger Bursche. Er hat 6 Meter hoch. Und sein Gesicht ist beinahe menschlich. Ich habe im Umkreis von 2 Meilen Fallgruben für ihn gebaut. Hm. Hey, Boss! Mr. Buck, es wäre sehr nett, wenn Sie mir helfen könnten. Ich finde mein Camp nicht mehr. Aber natürlich helfe ich. Das war die Fallgrube. Nehmt das Netz, kommt! Sie haben einen. Das ist vielleicht nur ein Baby, aber wir haben einen. Los, bringt das Netz darüber, macht schon. Werft ihm das Netz über und dann holt ihn rauf. Johnson, das wird der erste dieser Spezies sein, der jemals lebend eingefangen wurde. Also passen Sie gut auf. Werft das Netz. Beeilt euch, Männer, macht schon vorwärts, bringt ihn rauf. Zieht gleichmäßig an. Aufpassen jetzt. Ist er gewalttätig? Niemand weiß es. Ah. Es ist Stanley. Stanley, wo bist du gewesen? Die ganze Nacht lang habe ich den Dschungel nach dir abgesucht. Gestern Abend bin ich, da habe ich, ich bin, jetzt ist keine Zeit für Klaunerei. Klaunerei? Genau, hör endlich auf, einen Affen aus dir zu machen. Sehen Sie, was Sie mit meiner Falle gemacht haben. Sind Sie verantwortlich für das Loch? Ja, das bin ich. Müssen Sie aber ein rotes Warndreieck aufstellen. Ach. Ich schwöre Ihnen, dafür melde ich Sie dem afrikanischen Verkehrskomitee für sichere Dschungelfalle. Stanley, ruhig. Was soll er das überhaupt vorstellen, eine Falle? Natürlich eine Falle. Die ist doch ganz falsch angelegt. Was meinen Sie mit falsch angelegt? Ich habe keine Ahnung davon, wie man eine Falle baut. Ich lehrte Frank Buck, den berühmten Tierfänger, wie man Fall baut. Und er hört auf mich. Ich bin einer der besten Großwildjäger der Welt. Und darum willst bin ich mal hier. Die Klappe halten. Sie hätten das ganze Ding etwa so ein Stück länger. Lass du wohl auf mich zu hören? So ein Stück länger in der Brei. Aufhören? Nach dem, was ich gestern gesehen habe, bin ich der Boss. Ich weiß Bescheid. Es sollte so ein Stück länger in der... Wer ist der Mann? Frank Buck. Frank Buck, wie geht's Ihnen? Nichts für Unglück, Mr. Buck. Komm her. Ja, gehen Sie rüber zum Wagen. Hier stehen Sie nur. Mach die Fallgrube wieder fertig. Mr. Buck, die Boys haben jetzt alles wieder aufgebaut. Gut, kontrollier die anderen Fallen nochmal. Okay. Tut mir leid, dass ich da reingefallen bin. Ach, macht weiter nichts. Schon gut. Aber gestern Abend habe ich etwas gesehen, was bestimmt außer mir noch kein weiser Mann gesehen hat. Ohne Übertreibung. Es hatte so einen Kopf. Ja, du auch. Ich schwöre dir, ich lüge nicht. Das... Es, Nehmen Sie doch die Hände runter, essen Sie weiter. Gib mir den Zucker. Das muss der Schock vom Sturz sein. Was? Was? Was ist passiert? Siehst du das Ding da drüben? Ich sehe nichts. Dann ist es Dschungelfieber. Ich bringe ihn lieber zurück in unser Camp. Das wird das Beste sein. Gehen Sie von hier aus geradeaus nach Westen, dann könnt ihr es nicht verfehlen. Und Achtung vor meinem Fallgrube. Und nehmen Sie lieber eine Waffe mit. Vielen Dank. Ich denke, wir können eine brauchen. Ja. Herzlichen Dank. Schön gut. Wiedersehen, Mr. Buck. Okay, und halte die Umstände, Männer. Stanley, komm, komm. Schlaf dich ein. Weißt du, das Geschäft wäre nichts für mich. Krokodil und Löwen bringen einen Haufen Kohle drüben in den Staaten. Da kannst du verdienen. Okay, Boys, seid ihr fertig? Dann gehen wir rüber ins Camp.
Swimmingpool liegt wie ein Diamant im Grünen. Ja. Diamant? Ganz recht. Stanley, ich denke, Diana versucht, uns beinahe aufs Kreuz zu legen. Ist es dir nicht komisch vorgekommen, dass sie uns in dem Moment, wo Beatty auf die Jagd geht, zu sich ruft und sagt, geht ein bisschen schwimmen, Jungs? Hey, tai, tai, tai. Hör auf mit diesem Hai-Tai-Tai-Quatsch, Stanley. Ich kann ein Bad brauchen. Augenblick. Vielleicht sind wir schon im Diamantenland. Und diese Bande weiß, wo die Diamanten sind. Was? Sie haben vielleicht schon die Diamanten. Du musst deine Nerven schonen. Du brauchst mehr Schlaf, Jungchen. Vergiss jetzt mal die Diamanten. Irgendwie mache ich mir Sorgen. Ach komm, vergiss die Sorgen. Ich kann nicht. Komm jetzt. Wir hüpfen rein und schwimmen eine Runde. So ein richtiges Vollbad hat mir schon lange gefehlt. Zieh sie erst mal die Schuhe aus, Stanley. Ja, ja, komm schon. Darin könnte ich mich den ganzen Tag tummeln. Warte mal. Wo willst du hin? Ins Wasser springen. In das da? Na sicher, in das da. Wenn ich darüber springe, hau ich mir die Rübe an. Hast du das Schild gelesen? Welches? Hast du gelesen, was auf dem Schild steht? Ich will den Rasen ja nicht betreten. Aber da steht doch Schwimmen nur innerhalb des Netzes, weil da draußen Krokodile sind. Oh, halt, Stanley, da sind Krokodile. Nicht aufregen, Stanley. Siehst du, da hinten ist das Netz aufgespannt. Und ich schwimme hinterm Netz. Genau, denn die Krokodile können nicht in das Netz. Das ist gut. Das ist wundervoll. Spring rein und genieß dein Vollbad. Okay. Na, spring schon. Oh, nun hab dich nicht so, das ist doch warm. Richtig heiß. Sicher? Und jetzt spring. Sei tapfer, spring hinein. Oh, das kann meine Oma ja besser. Hey, Bass. Was ist? Pass auf, wie ich Tiere nachmache. Oh, du kannst Tiere nachmachen? Ja, pass auf, was ich zuerst mache. Ein Seehund. Seehund. Und los geht's. Ziemlich gut, hä? Ja, ja. Jetzt kommt das Gute. Was denn? Ein Wal. So, ein Wal. Das ist auf jeden Fall komisch. Und jetzt kommt was ganz Besonderes. Ein Alligator. Ich will jetzt selber ins Wasser gehen. Erst mache ich den Alligator. Ich komme trotzdem rein. Achtung, jetzt! Oh. Hey, Bass. Bass. Du konntest nicht abwarten und ist einfach reingesprungen. Hey, Bass! Bass, bitte lass das! Bass! Hör auf, mich zu kitzeln, Bass! Ist dein Spaß drin, dieser Bursche? Bass, mir reicht's, komm rauf! Bass, kommst du wohl rauf jetzt? Bass, stehst du wohl? Bass! Bass! Willst du wohl raufkommen? Bass, hör jetzt auf, das finde ich nicht mehr witzig. Bass, komm jetzt rauf, du bist doch kein Fisch. Oh, Bass, du bist wirklich ein Spielverderber. Mit dir gehe ich bestimmt nicht mehr ins Wasser. Ich verstehe nicht, wieso er die Tiere erst dressiert, bevor er sie nach Amerika schickt. Irgendwie ist das merkwürdig. Nicht halb so merkwürdig wie die beiden Trottel, die wir mit uns rumschleppen müssen, Boss. Wir brauchen sie noch. Was meinst du, das ist wirklich nötig? Oh ja, das ist sehr nötig. Ich mag nicht. Dann machst du einen Feigling aus mir. Nein, ich mag keinen Feigling aus dir. Hast du mal gehört, wie die Leute hier über dich sprechen? Stanley ist ein Feigling, Stanley ist ein Feigling. Vor einem Baby-Alligator flieht der kilometerweit durch den Dschungel. Es war aber ein großer. Ach, halt die Klappe. Hast du davor Angst? Ich denk schon. Jetzt hör bloß auf, das ist doch nur ein totes Fell. Fass es an. Totes Fell. Du brauchst davor keine Angst haben. Und jetzt hör zu. Mit dem Fell mache ich einen Helden aus dir, ob du willst oder nicht. Ich warte auf dem Dschungelpfad. Du weißt doch, wo der Wasserbehälter ist. Ja. Dahin kommst du mir nach. Ich werde da drin stecken. Und du musst Diana überreden, dass sie mit dir geht. Also du wartest auf mich und Diana beim Wasserbehälter. Jawohl, und dann gehst du unerschrocken auf den Löwen los. Weil du da drin steckst. Ganz genau so tust du es. Ja, so wie Clyde Beatty. Okay, Bass. Also erstmal muss ich Diana auf den Dschungelpfad locken. Ja, dann zähme ich dich und beweise ihr meine Tapferkeit. Dann hört das Geschwätz ein für alle Male auf. Jetzt hast du verstanden. Vergiss nicht auf den Wasserbehälter. Ich bin da. In ein paar Tagen sagen wir auf Wiedersehen zu unserem lieben Mr. Beatty und schicken ihn und seine Krokodile und Löwen nach Hause. Den hier nehme ich auf jeden Fall mit in die Staaten. Er ist sehr gutmütig. Holt jetzt die drei anderen und bringt sie ins Gehege. Ja, Mann. Ich werde sie trainieren, wenn ich zurück bin. Diana? Ja, Stanley? Ich möchte Sie gern sprechen, wenn Sie erlauben. Natürlich. Entschuldigt, Freunde.
Tja, also, ich wollte einiges klarstellen. Ja? Unterhalten wir uns da drüben. Diana, ich mag es nicht, wie Ihre Leute über mich reden. Ich mag es überhaupt nicht. Ich bin ziemlich wütend darüber und das mit Recht. Nehmen Sie einen Schluck. Die Leute behaupten, ich fürchte mich vor Löwen. Das ist nicht wahr, das ist gelogen. Ich bin einer der gefürchtetsten und besten Löwenjäger der Welt. Niemand übertrifft den großen Stanley Livingston. Denken Sie, die Löwen, die Clyde Beatty fängt, sind etwas Besonderes? Haha! Das sind doch nur harmlose Kätzchen. Kleine, zahme Kätzchen. Ich wollte Ihnen nur sagen, ich werde mich selbst auf die Löwenjagd begeben und ich bringe Ihnen einen Löwen, wie Sie noch niemals gesehen haben. Haben Sie Angst vor Löwen? Nein. Gut, drehen Sie sich um. Stanley! Stanley, was ist mit dir los? Sie hat mich erschreckt. Oh, du Hasenfuß, treib mich jetzt ins Gehege und sei tapfer, verstanden? Also ehrlich, ich kann nicht verstehen, wovor du dauernd Angst hast. Zurück! Edle Dame, fürchtet euch nicht vor der Bestie. Ich, Stanley Livingston, beschütze euch. Und die Jungs auch. Geht zur Seite, Stanley. Ich werde ihm ein paar aufbrennen. Aber lass den Löwen erst ein bisschen auf ihm rumkauen. Nein, Stanley brauchen wir noch lebendig. Nicht einmischen, Grappler. Gute Arbeit, Bass. Seht doch. Stanley treibt ihn ins Gehege. Wirklich mutig. Darf so schön weitergehen. Geh brav da rein, ja? Ich zeig dir schon, wer hier der Boss ist. Rein mit dir. Der Schlüssel. Ich kann ihn nicht brauchen. Diana, passen Sie auf. Ich hab vor Löwen keine Angst. Und die Kanone, die ist nur für Clyde Beatty. Ah, auf den Abfall damit. Ja. Nur keine Angst. Ich habe ihn unter Kontrolle. Das hätte ich dem Trottel nicht zugetraut, dass er so viel Schneid hat. Komm schon, Bass, geh schon aufs Podest. Vorwärts hoch mit dir. Schaff nicht ein, komm rauf. Immer schön parieren, wenn ich kommandiere. Hey, Bass. Ich kann dir sagen, du bist wie ein echter Löwe hier reingegangen und wie ein echter Löwe hier raufgeklettert. Ich muss dir noch was sagen. Du riechst sogar wie ein echter Löwe. Ich begreife nicht, wie du das anstellst. Hör auf, mir ins Genick zu pusten. Das ist eklig. Hallo, Diana. Ach, er wird den umbringen. Hey, so übertreiben musst du auch nicht. Lass den Quatsch, sonst verpasse ich dir ein paar mit dem Stuhl, ja? Ich hab vor nichts Angst. Wie geht's? Ich bin ein furchtbar tapferer Junge. Ich fürchte mich nicht vor Katzen und es ist mir egal, wie groß sie sind. Mann, sind die ja toll, was? Hey, Bass, lass dir die Nägel fallen, die Katzen. Was hast du davon? Ich habe genug gesehen. Stanley! Oh! Stanley! Stanley! Komm sofort da raus! Stanley! Wunderbar, wie wir die angeschmiert haben. Stan. Die haben vielleicht geguckt, dass wir beide hier reinspaziert sind. Stanley, komm raus! Komm raus! Ich kann nicht, die Tür ist abgeschlossen. Was? Wirf den Schlüssel raus! Den habe ich schon längst rausgeworfen. Wohin? Da drüben hin. Stanley! Hör zu! Hey! Ich lach ja furchtbar gern mit dir, aber geh lieber weg, bevor sie es rausfinden. Was rausfinden? Dass du im Löwenfell drin gesteckt hast. Ich such den Schlüssel. Das blöde Gesicht von dem Dicken hättest du sehen müssen. Was, so ein dummes Gesicht habe ich in meinem Leben noch niemals gesehen. Echt zum Schreien. Er hat nicht gemerkt, dass du in der Löwenhaut steckst.
Nur ich wusste, dass du da drin steckst. Was? Wieso hast du nicht gesagt, dass du nicht da drin steckst und dass der Echteste? Bas! Bas! Ich bin gelähmt! Ich kann mich nicht bewegen! Nein! Hey, Stanley! Ich hab den Schlüssel. Alles wird gut. Du brauchst dir keine Sorgen mehr zu machen. Stanley? Stanley! Oh nein! Nein! Das darf nicht wahr sein! Stanley! Stanley! Du, was hast du mit meinem Freund gemacht? Ich bin schuld an seinem Tod. Ich hätte es ihm niemals erlauben dürfen. Mein armer Busenfreund. Was tut die Katze da drin? Wer hat die Tür abgeschlossen? Lass die anderen rein. Ruhig. Na komm. Ich wusste ja nicht, dass ein echter Löwe dir ins Gehegen nachrennt. Oh, ist das grausam, Stanley. Oh, geh weg, lass mich. Ich habe den besten Freund verloren, den ich je hatte. Oh, wäre doch bloß hier. Der Gute hat niemals im Leben jemand was Böses getan. Er war nur ein netter Bursch. Ein feiner Mann ist er gewesen, aber ich habe das niemals zugegeben. Stimmt, dafür warst du meist ziemlich gemein zu ihm. Ich kann es niemals wieder gut machen. Er ist tot. Ja, zu spät, zu spät. So seine Gutmütigkeit ständig ausgelöst. Ich habe ihn dazu gezwungen, Dinge zu tun, die ich nicht mal meinem ärgsten Feind zumuten würde, und habe ihn belogen.
Gott, da habe ich ihn betrogen. Und du hast ihn verprügelt, den armen Jungen, dauernd verprügelt. Und hintergangen habe ich. Dieser Junge hat nie was Böses getan. Oh, mir hör doch bloß hier. Dann mein ganz, ein ganz braver Junge. Oh, ich könnte mich von einer Klippe stürzen vor lauter Verzweiflung. Aber hier ist ja keiner. Aber Stanley. Aber nein, den Mut dazu hätte ich sowieso nicht. Und wenn du nur hier wärst, um mir zu sagen, was ich tun soll, Stanley. Was soll ich denn tun, Stanley? Ich bin Stanley. Und jetzt weiß ich den Löwen jagen, der ihn getötet hat. Den Löwen lege ich um. Ich bin. Und wenn ich für den Rest meines Lebens durch diesen Dschungel streifen muss, ich kriege den Killer. Nein, das ist ich erledige den Löwen. Und wenn es das Letzte ist, was nein, ich tue, ich verbringe mein Leben in diesem Urwald. Erzähl mir nicht, was ich tun soll. Nein, das ist doch überhaupt nicht möglich, dass du den... Hallo, was? Wie geht's? Stanley. Was gibt's? Stanley. Wer sonst? Bist das wirklich du? Sicher, was? Warte mal. Wieso? Ist auch noch alles dran? Sicher. Der Löwe hat dich nicht gefressen? Nein. Und das bist wirklich du, Stanley? Wer sonst? Glaubst du vielleicht ein Gespenst? Kein Gespenst? Nein. Ich bin kein Gespenst. Du bist echt. Sicher. Du verdammter Betrüger. Mir vorzumachen, du wärst tot. Ach, halt die Klappe. So fest habe ich dich zugeschlagen. Warum scheißt du so? Wie gefällt dir das? Oh, ich bin auf den Splitter von der Milchflasche gefallen. Warte mal, warte mal. Das ist ein Diamant. Wir müssen ihn wegschmeißen. Nein, das ist ein echter Diamant. Ein verstehst echter du? Diamant? Deswegen bin ich doch überhaupt hier. Also ich würde sagen... Oh nein, rühr ihn nicht an. Sei nicht so gierig. Das ist meiner. Ich habe ihn gefunden. Ich besitze einen Diamant. Für mich ist das ein Splitter von der Milchflasche. Erzähl du mir nicht, was das ist. Da liegt aber noch ein Splitter. Den habe ich schon vor vier Minuten gesehen. Stanley, das ist noch ein Diamant. Ein echter Diamant. Sieh dir das mal an. Stanley, siehst du das? Komm mit, folge mir. Das ist noch ein Diamant. Das ist einfach unglaublich. Du, Stanley, komm mit. Stanley, sieh doch, hier ist noch einer. Ich bin reich. Ich bin steinreich, Stanley. Stell dir das mal... Da, Stanley, komm her. Siehst du das? Ist das zu fassen? Noch ein Diamant. Ich kauf mir Wolkenkratzer. Ich kauf mir Polo-Ponys. Ich kauf mir eine Yacht. Ich kauf mir alles, was mein Herz begehrt, Stanley. Stanley, trügen meine Augen mich oder liegt da noch einer? Da liegt noch einer. Ein Prachtstück. Sieh dir das an. Sieh dir nur den Riesendiamanten an. Friss hier nicht den Urwald, Karl. Denk lieber nach, was ich mir noch kaufen kann. Überleg dir was. Ich hör auf zu fressen. Kannst du dir... Stanley, siehst du das? Siehst du das? Stanley, zwei Diamanten. Halte sie. Halte die anderen. Halt sie schön fest, lass sie bloß nicht fallen. Was deine Augen sehen, muss dein Herz glauben. Zwei Diamanten, echte. Was machst du mit meinen Diamanten? Willst du dir etwas stehen? Ja, nein, sie so, sind mir egal. Du, ich meine Diamanten. Wehe, du rührst die noch mal an, dann bist du die längste Zeit mein Freund gewesen. Oh, sieh doch, Stanley, da liegt noch ein Diamant. Na, wo bleibst du denn? Na, hier. Komm schon, schneller, schneller. Oh, da ist noch einer. Komm, mein Rücken tut mir weh. Heb ihn auf, schnell. Mach schon und gib ihn her. Ich weiß noch was. Was? Da ist noch einer. Worauf wartest du? Heb ihn auf. Versuch es mir auch nur einen zu unterschlagen. Durch, pass auf, ja? Komm. Was? Da. Noch einer? Noch einer. Komm schon, gib ihn her, Mann. Und da ist Mann. Noch ein Diamant. Unvorstellbar. Hier wimmelt es ja nur so von Diamanten. Mann, noch. Schlaf, Kindchen, schlaf, der Paste ist ein Schaf. Nur wegen deiner Gier nach den Diamanten. Meiner Gier? Was? Jetzt weiß ich, wie seinem Knödel vor dem Kochen zumute sein muss. Komisch, was einem jetzt so alles einfällt. Das will ich gar nicht wissen. Was? Was? Wie hast du deine Fesseln abgekriegt? Ach, hör
auf, ja? Ich will nichts hören. Du bist clever. Ich nehme alles zurück, was ich über dich gesagt habe. Gute Arbeit. Ich sag dir, was wir machen. Wir bleiben noch so stehen. Wir laufen erst weg, wenn die Luft rein ist. Geh auf deinen Platz und markier den Gefesselten, bis ich los sein. Ohne. Fertig. Lassen Sie weg. Los, komm! Los, komm, Bass! Komm her! Bass, komm, worauf hast du? Ich bin gefesselt. Ach, und Sie, du hast mich doch losgemacht. Das ist eine gemeine Unterstellung. Du selbst hast dich entfesselt. Nein, das habe ich nicht. Also schnell, dann mach mich los. Alter, Distold. Ist doch keiner. Halt dich. Ist ja gut. Schnell, bevor sie wiederkommen. Die Füße auch. Na komm. Alungaba! Oh nein, sie kommt zurück! Verkehr! Oh nein, nicht! Damit sagen. Wissen Sie, Diana, von Anfang an habe ich nicht an Ihren Riesenmenschenaffen geglaubt. Wirklich? Nein, die ganze Story, dass Sie mit Clyde Beatty nur hierher kommen, um wilde Tiere zu fangen, habe ich Ihnen nie abgenommen. Und was glauben Sie, suche ich wirklich hier, Mr. Johnson? Diamanten. Und nur ich allein weiß, wo sie sind. Und Sie könnten uns dorthin bringen? Ja, das kann ich, aber erst reden wir über das Geschäft. Sie und ich, wir teilen uns die Beute zu gleichen Teilen. Ist das nicht ziemlich... Nur keine Kleinkrämerei, nichts oder die Hälfte. Ich habe offenbar keine andere Wahl. Nein, haben Sie nicht. Also denken Sie darüber nach und sagen Sie mir dann Bescheid, hm? Hier, Riesenbaby, halt dich dran fest. Boss, Sie werden doch auf diese Erpressung nicht eingehen. Ich erledige das auf meine Weise. Macht euch bereit, das Lager abzubrechen, sobald Mr. Beatty abgereist ist. Hey, Boy. Hm? Kommt. Tja, sammelt meine Sachen ein und stellt sie vor die große Hütte. Ich ziehe wahrscheinlich in ein besseres Quartier um. Mhm. Ach übrigens, die einfachen Sachen lasst ihr hier für den kleinen, fetten Mann. Ihr versteht, kleiner, fetter Mann, ja? Hm? Falls der Kleine wiederkommt, das ist gut genug für ihn. Geht. Bolle, Anutambolle. Chef, wir sehen erst der Mann hier. Ja, Sir. Inzwischen bin ich sicher, es gibt keinen Orang-Utan Gargantua. Doch wir haben so viele Tiere gefangen, dass sich die Expedition trotzdem rentiert. Sie sollten so schnell wie möglich mit den Tieren zurückreisen. Das ist ganz in meinem Sinn, Miss Emerson. Ich gehe und sag's meinen Männern. Danke, Mr. Beatty. Miss Emerson! Da wollen ein paar schwarze Männer zu Ihnen. Sie wollen ein paar Laber. Ich denke, Sie sollten sich beeilen. Schon gut, Harry. Chef will Palaver. Wir palavern in der Hütte. Barara. Shati Katarocho. Ua Manuame. Chef sagt, viele weiße Männer kommen in Land von Bankis für Diamanten. Aber viele weiße Männer tot. Und was will der Häuptling von mir? Chef möchte sein ihr Freund. Chef möchte machen Handel. Will tauschen diese Diamanten. Und was verlangt der Häuptling für die Diamanten? Chef hat viel Appetit auf fette kleine Mann. Diesen Mann? Oh nein. Oh nein, nicht diesen Mann. Kleine, fette Mann. Stark. Kleine, fette Mann. Freund von große, dünne Mann. Oh, Stanley. Der Handel geht von mir aus in Ordnung. Jack Elbow. Ungawa. Joe. Chef sagt, Handel gut. Sie hat ihn mit Haut und Haaren verkauft. Gunner,
Wer dort? Ich bin's, Bass. Hast du Stanley gesehen? Mm-mm. Wenn du ihn siehst, dann sag ihm, er soll sich verstecken, so lange, bis er mich sieht. Ich werd's ihm sagen, wenn ich ihn sehe. Aber bis jetzt habe ich noch nicht mal Afrika gesehen. Wie ist es? Oh, Gunner. Hey! Ich sag's ihm nachher. Diana, ich muss Ihnen etwas sagen. Wir sind in einem sehr gefährlichen Land. Gestern Abend sind Bass und ich unter die Wegen gefallen. Menschenfressende Kannibalen. Die haben uns am Marterpfähle gebunden. Und der eine sah mich an und schmatzte. Das bedeutet nichts Gutes. Und wissen Sie was? Ich entfesselte mich. Dann entfesselte ich Bass und er entkam. Und dann waren die Kannibalen da und ich musste kämpfen. Und ich traf einen mit rechts. Noch einen mit rechts. Und dem nächsten habe ich einen perfekten Rundschlag verpasst. Bumm! Und dann erlegte ich noch einen mit rechts. Und dann habe ich den nächsten umgehauen. Komisch, der sah aus wie der hier. Der hatte auch so einen lustigen Hut. Ja, ehrlich, genau so einen Hut hatte der. Und dem habe ich ein volles Pfund verpasst. Wham! Ich traf ihn genau hier oben am Kopf und er ging K.O. Hier sehen Sie, saubere Beule, was? Das ist er. Vorwärts, verfolgt Stanley. Ja. Diamanten. Ich bin ein Glückspilz. Das Schicksal hat sie mir vor die Füße gelegt. Da! Diamanten, komm! Ha, jetzt darf nur Stanley nichts davon erfahren. Sie gehören mir. Ich teile mit niemandem. Ich werde... Oh. Hey, Bass! Bass! Bass, komm schon schnell! Steh auf, beeil dich! Was ist das? Meine Diamanten! Kleine, fette Männer Diamanten! Oh, du kleiner Petzer! Da, komm schon! Siehst du die Kannibalen? Oh, Stanley, was mache ich denn jetzt nur? Meine Diamanten, meine Diamanten. Das ist es, was sie wollen, meine Diamanten. Oh nein, meine Diamanten dürfen sie mir nicht nehmen. Sonst zerstören sie meine Träume. Was wird dann aus meiner Eisenbahn, meinem Wolkenkratzer? Gib mir meine Diamanten. Jetzt weiß ich, was ich tue. Ich vergrabe sie, verstecke sie hier. Hier finden sie sie niemals und ich kann immer wieder herkommen und sie holen. Hier ist ein gutes Versteck. Und jetzt den Baum noch ankreuzen. So. Unger Waton! Unger Kehle! Weg hier! Vorwärts, Boys! Belade den Wagen! Die Männer sind mit der Arbeit fertig, Mr. Buck, und ich habe die Fallen nochmals überprüft. Wollen wir hoffen, dass wir bald einen guten Fang machen. Sehen Sie! Wir haben was! Kommt! Lassen Sie mich hier raus! Lassen Sie mich sofort hier raus! Verstanden? Schon gut. Kommt, lass die Dame raus. Haben Sie gerade einen kleinen, fetten Mann und einen großen, dünnen Mann gesehen? Nein, und die möchte ich auch nie wiedersehen. Dann werde ich Sie niemals wieder einfangen. Hey, warten Sie, junge Frau. Wo wollen Sie die hin? Die zwei dürfen nicht entkommen. Aber Sie rennen nicht allein durch diesen Dschungel. Sie bleiben schön bei mir. Komm raus, Stanley. Unger Waton. Stanley, ich hole schnell meine Diamanten. Du läufst weiter. Wie soll ich laufen, wenn du mich festhältst? Schon gut, lauf. Ha, wir haben dich, Stanley. Er darf uns nicht entkommen, Gunner.
Nicht, das bin ich, ich stehe daneben. Ich gehe und hole Hilfe. Du machst nichts als Ärger. Keine Dummheiten, Stanley, wenn ich schieße, dann um zu töten. Ja, ich weiß gar nicht. Ich werde keine Schwierigkeiten machen. Du wirst sehen, ich rühre mich nicht vom Fleck. Und bitte drück nicht zu fest. Oh, jetzt hast du Angst, hm? Man sieht's an deinem Gesicht, das wird immer bleicher und das wird immer grüner. Und jetzt kriegst du Pickel auf der Nase. Stanley, zwing mich nicht, den Abzug durchzuziehen. Lass es nicht drauf ankommen. Ah, das ist der Richtige. Hier sind meine Diamanten. Wo sind meine Diamanten? Ich habe sie hier vergraben. Meine Diamanten! Halt, wer da? Bist du's, Harry? Ich bin's. Ja, Harry. Ah, er ist ganz starr vor Angst und macht keine Bewegung. Macht er nicht? Nein, hast du Boots und Krempler dabei? Nein, Garner. Ich sag dir, was wir tun. Der hat Stanley im Auge. Gut, wird gemacht. Wenn er nicht kommt, der kommt wir nicht. Bringen ihn ins Camp zurück. Okay. Er ist ein ziemlich gefährlicher Kerl, dieser Stanley. Hast gut auf ihn aufgepasst, Garner. Oh, du musst erst mal sehen, wie ich ihn abführe. Hände hoch und im Gleichschritt. Die Diamanten, sie müssen doch hier irgendwo sein. Ja, das ist die Markierung. Muss das gerade mir passieren? Womit habe ich das verdient? Ich, ein Mann, der immer so gut zu seinen Freunden gewesen ist. Sie müssen einfach hier sein und ich werde sie auffinden. Ich muss nur richtig suchen. Im Gleichschritt immer weitergehen. Wie bist du nur in diesen Schlamassel hineingeraten? Du hast dich mit den falschen Leuten eingelassen, was? Warum antwortest du nicht? Hat es dir die Sprache verschlagen? Keine Dummheiten. Ich hab dich vorm Rohr. Versuch nicht, mich zum Affen zu machen. Ich sehe alles. Kannst du nicht aufpassen, wo du lang gehst, dämliche Ochse? Meinst du mich? Ja, dich! Du Plattfuß hast mir ein Bein gestellt. Das ist gelogen, das war ich nicht. Oh! Warum schlägst du mich auch noch? Wer hat wen geschlagen? Na, du mich! Na, du hast doch Halluzinationen. Au! Ich rate dir, versuch das nicht nochmal. Ich hab dir kein Bein gestellt und dich nicht geschlagen. Also lass mich in Frieden. Ach ja? Ja. Ich lass dich in Frieden. Ich hau dich ungespitzt in die Erde, wenn du das nochmal tust. Ach, wirklich? Ja. Nicht verstehen. Ich hielt ein Vermögen an Diamanten in meinen Händen und es schlüpfte mir durch die Finger. Ich kann es nicht verstehen. Ich kann es einfach nicht verstehen. Ja.
Ich kann es nicht verstehen. Meine Wolkenkratzer, meine Eisenbahnen, meine Flugzeuge, meine Yacht. Ich könnte jetzt auf meiner Yacht hier lang segeln. Und worauf segle ich? Auf einem Floß. Ich kann es einfach nicht verstehen. Was? 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 Wo willst du denn hin? Ich fahre nach Hause. Warte auf mich und lass mich abwarten. Oh nein, ich lass dich nicht. Ich hab genug von dir. Bring das Floß ans Ufer und lass mich einsteigen. Du kommst nicht auf mein Floß. Du bist ein Unglücksbringer. Du warst immer ein Unglücksbringer für mich. Wieso? Ich verstehe nicht. So, du verstehst nicht. Ich verstehe das erst recht nicht. Geh und verlauf dich im Urwald. Ach was? Ich komme jetzt auf das Floß. Wiedersehen, Bas. Jetzt bin ich ganz allein. Was solltet jetzt bloß aus mir werden? Bas. Morgen, Sir. Guten Morgen, Mr. Living. Putzen Sie, damit mein Name stets sauber dasteht. Ja, Sir. Guten Morgen, Mr. Living. Guten Morgen, Tallulah. Haben Sie meine Morgenzeitung? Ja, Sir. Danke. Morgen, Mr. Livington. Morgen, Mr. Marshall. Wie viel schulde ich Ihnen von der Pokerparty? Sie schulden mir etwa 20 Cent. Ich sehe Sie heute Mittag. Yes, Sir. Nicht vergessen. Ich verstehe es einfach nicht. Sonntagsfahrer. Oh, tut mir leid, Sir. Mr. Livington, was ist mit der Gehaltserhöhung, um die ich Sie gebeten hatte? Ich rede mit meinem Partner, wenn er da ist. Oh, danke, Sir. Hm? Er ist da. Das ist mein Partner.